Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute geht es mal wieder um meine Nägel. Ich habe euch ja letztes Mal gezeigt, wie ich mir die Nägel mit den UV-Gel-Swipes von Manico mache. Und ich bin absolut 100% überzeugt davon. Ich habe immer nur UV-Gel-Swipes von Manico drauf. Also ihr seht das ja, ich habe immer gemachte Nägel. Es ist so genial einfach, deswegen habe ich euch das letztes Mal auch gezeigt. Und heute machen wir nochmal die Nägel zusammen. Ich möchte euch heute aber noch so ein paar Tipps und Kniffe mit auf den Weg geben. Und habe auch noch mal heute einen Rabattcode für euch. Schon mal vorneweg mit meinem Code LISIMNK gibt es 10% Rabatt auf alles, auch auf reduzierte Sets. Ich setze euch auf jeden Fall in die Infobox und in die Kommentare den Link zu Manico. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und genau, viele von euch kennen das ja auch schon. Unter anderem gibt es für mich da eigentlich nur Vorteile. Ihr habt nämlich keine Trocknungszeit. Ich zeige euch gleich auch nochmal Schritt für Schritt, wie ich das mache. Es dauert nur circa 10 Minuten. Außerdem halten die Nägel 3 Wochen. Die hier sind jetzt ein bisschen über 2 Wochen alt. Und der einzige Grund, warum ich die jetzt neu mache, ist, ihr seht das, die sind hier rausgewachsen und das mag ich persönlich nicht und deswegen machen wir das jetzt nochmal neu. Jetzt starten wir, ich habe mir schon eine Farbe ausgesucht. Ich habe jetzt aktuell die Farbe Drama Queen drauf, das ist so ein schönes dunkles Rot, mochte ich sehr und jetzt möchte ich aber was Sommerliches und ich nehme nochmal die Farbe, die hatte ich davor drauf und ich war so verliebt. Pinky Promise, so schön und genau, habe ich euch auch gezeigt, da kommen immer, genau, mit den UV-Gel-Stripes. Genau, wenn ihr die bestellt, ist da quasi immer so ein kleines Mäppchen drin. In dem Mäppchen ist immer für euch enthalten eine kleine Nagelfeile, so ein Rosenholzstäbchen, 2 dieser Alkoholpads, die sind super wichtig, um die Fettschicht zu entfernen, damit die Nägel danach auch bombig halten. Und dann insgesamt 2 dieser Bögen, also 2 von diesen Bögen. Ich hatte die jetzt schon verwendet, also ihr seht, ihr könnt die wirklich 2-mal auf jeden Fall nutzen, wenn ihr Glück habt, sogar 3-mal. Und den Tipp hatte ich euch letztes Mal auch schon mit auf den Weg gegeben. Schneidet die Nägel bitte einmal, schneidet die UV-Gel-Swipes bitte einmal so in der Mitte durch. Dann spart ihr euch Arbeit und es geht wesentlich schneller. Genau, haben wir jetzt gemacht, dann können wir gleich direkt damit starten. Bevor wir starten, muss ich natürlich einmal die alten Nägel entfernen und dann zeige ich euch einmal, wie das funktioniert. Und dafür mache ich die Kamera jetzt ein bisschen kleiner, das heißt, ihr seht gleich nur noch meine Nägel. Aber ich würde sagen, starten wir sofort. Zum Entfernen, wenn ihr das Starter-Set kauft, ist zum Beispiel das Remover-Serum dabei. Das ist auf Ölbasis. Das wird dann einfach um den Nagel rum gepinselt und dann könnt ihr das damit entfernen. Ich schwöre aber auf den Remover-Pen von Manico, weil es einfach viel, viel praktischer ist. Es ist quasi noch einfacher und es ist noch schonender für eure Nägel. Also ihr seht hier einmal den Pen. Da ist auch dieses Öl drin. Das ist hier so eine ganz weiche Spitze. Einfach über euren Nagel streichen. Ich glaube, man sieht das ganz gut. Und dann hat er direkt so eine Ölschicht. Und dann nehme ich das Multitool von Manico. Und da habt ihr 2 Seiten. Das ist absolut genial. Die obere Seite könnt ihr zum Beispiel verwenden, um eure Nagelhaut nach hinten zu schieben. Oder auch, wenn ihr die Nagelfolien drauf macht, das festzudrücken. Ich schlage hier einfach nur den Magic Remover Pen auf, nehme mein Multitool und dann versuche ich hier eine kleine Ecke zu kriegen. Genau, haben wir schon erwischt. Dann kann ich einfach quasi den Nagel heben und dann nochmal mit meinem Remover-Pen da drunter gehen. Und dann, ich glaube, man sieht das schon, löst das sich eigentlich durch diesen Ölstick wie von alleine. Also ich habe das jetzt wirklich nur einmal unten am Kranz eingepinselt, bin mit dem Multitool drunter gegangen und dann konnte ich das direkt mit dem Remover-Pen abziehen. Und das mache ich jetzt bei allen Nägeln, weil, wie gesagt, neue Nägel, dann brauchen wir natürlich, ja, müssen wir natürlich die alten abmachen. Das mache ich jetzt einmal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Nägel alle entfernt. Das ging wirklich super fix. Wichtig ist, dass ihr wirklich ausreichend von dem Remover-Serum nehmt. Also wirklich seid großzügig, nicht zu schnell. Und jetzt ist es hier bei meinem kleinen Finger, den letzten Finger, passiert, dass ich ein bisschen zu schnell war. Und man sieht hier so ein bisschen jetzt die Nagelhaut, ja, der Nagel, nicht die Nagelhaut. Hier ist jetzt so ein bisschen der Nagel, ja, so brüchig, sage ich mal. Und da kann ich euch zum Beispiel das Nagelöl von Manico empfehlen. Das ist halt super pflegend und ich kenne auch viele, die machen das so, die machen die Nägel ab, machen das Nagelöl drauf und lassen das einfach mal einen Tag sich erholen, die ganzen Nägel, und machen am nächsten Tag weiter. Das kommt ja immer auf die Beschaffenheit der Nägel an. Wie gesagt, meine, ihr seht das, die sehen selbst nach dem, ja, Abmachen noch super, super gut aus. Das sind einfach ein paar Gadgets, mit denen das einfach
ja, leichter von der Hand, geht schneller, vielleicht ein bisschen praktischer. Natürlich könnt ihr auch das normale Remover Serum verwenden, das ist eben Starter Set. Wie gesagt, mit dem Pen bin ich immer ein bisschen schneller. Statt dem Multitool natürlich auch das Rosenholzstäbchen, was immer mit dabei ist. Also da seid ihr ganz frei. Ich möchte euch das einfach einmal zeigen, dass es das auch gibt. Ja, und unter anderem der erste Schritt wäre jetzt, die Nagelhaut einmal nach hinten zu schieben. Und wie gesagt, da könnt ihr auch dieses Multitool direkt mitverwenden. Die Seite, wie gesagt, zum Lösen und hier die einfach für zum Festdrücken. Das ist halt so ein Silikon-Nupsi und für die Nagelhaut nach hinten zu drücken. Damit geht es einfach nochmal ein bisschen leichter. Aber auch hier seht ihr, ich habe halt auch fast keine Nagelhaut, die nach hinten geschoben werden muss. Ja, und jetzt reden wir gar nicht lang drum rum. Wir fangen sofort an. Wie gesagt, der erste Step ist einmal das Alkoholpad. Das ist ja schon mit dabei und damit entfettet ihr, das habe ich jetzt eben schon einmal gemacht, genau, einmal die Nagelschicht, dass halt wirklich alles abgefettet ist. Und dann geht es auch schon los, hier mit meinen UVG-Stripes, die ich mir zurechtgeschnitten habe. Ich schaue jetzt einfach einmal, welche Größe die passende ist. Genau, und dann wird das einfach abgezogen, auf den Nagel aufgeklebt. Einmal festgedrückt und dann mache ich das hier oben. Ich hoffe, man sieht das. Ich knicke das einmal so über meinen Naturnagel drüber. Wie gesagt, wichtig ist, dass das komplett entfettet ist und richtig festgedrückt wird. Und da könnt ihr zum Beispiel dann den auch nochmal nehmen und das einfach nochmal hier schön einarbeiten. Wie gesagt, nach ein bisschen Übung werdet ihr da wirklich richtige Profis und dann geht das ratzfatz. So, jetzt habe ich das so übergeknickt quasi, man sieht das hier. Und jetzt nehme ich die kleine Feile, die dabei ist und feile einfach nur diesen Überstand, der da jetzt quasi da ist, in eine Richtung im besten Fall immer, einfach ab. Und ich glaube, man sieht das, da löst sich das hier einfach so und man kann das einfach so runterknibbeln. So, jetzt habe ich das abgefeilt, ihr seht das, so sieht das jetzt aus, genau. Und das mache ich jetzt beim Rest der Nägel und dann kommt das schon unter die UV-Lampe. Das geht super fix. Jetzt habe ich auch schon die Hand fertig. Wie gesagt, ging ratzfatz. Und hier sieht man auch nochmal ganz gut das, was dann so übrig bleibt. Das kommt jetzt direkt unter die UV-Lampe für 60 Sekunden und dann ist die Hand schon fertig. Dann mache ich mir die andere auch noch. Und fertig sind die Nägel, wie gesagt, unter 10 Minuten. Halten jetzt bis zu 3 Wochen. Kein Absplittern und die halten Belastungsstand. Ich liebe es einfach. Das Geniale ist, bei Manicure habt ihr auch immer eine 45 Tage Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, ihr könnt es eigentlich komplett ohne Risiko testen. Wenn ihr nicht zufrieden seid, bekommt ihr das Geld zurück. Auch auf benutzte Produkte. Und ja, wie gesagt, es ist mein absoluter Gamechanger. Ich habe noch einen kleinen Tipp für euch. Am Anfang war das bei mir so, als ich die ganz neu gemacht habe, dass ich öfters, wenn ich dann irgendwie mir durch die Haare gegangen bin, hier unten mit den Haaren hängen geblieben bin. Und dagegen habe ich jetzt was gefunden. Das ist der UV Top Coat. Das ist quasi wie nochmal eine extra Nagellackschicht auf dem UV Gel Stripe. Es ist kein Must-Have, aber es gibt nochmal mehr, einen schöneren Glanz, noch mehr Stabilität. Also es glänzt danach richtig schön, ist noch ein bisschen fester. Und wie gesagt, hier unten ist es einfach besser verbunden mit dem Naturnagel und da gibt es kein Hängenbleiben mehr. Also falls ihr dieses Problem kennt, kann ich euch den Top Coat dazu empfehlen. Absolut, ja, genialer Tipp und ansonsten, wie gesagt, ich mag das Zubehör einfach richtig, richtig gerne. Ich sag's nochmal gerade an der Stelle, ich lohne es nochmal hier, Lisi MNK für 10% Rabatt auch auf reduzierte Teile. Ja, Linksticker habe ich, glaube ich, vorhin gesagt. Den Link zu Manico setze ich euch nochmal in die Infobox bzw. unten in die Kommentare. Schaut auf jeden Fall vorbei und genau, ganz große Empfehlung von meiner Seite.